Hey YouTube, was geht ab? Hi! Lasst doch jetzt schon mal ein Abonnement da, aktiviert die Glocke. Wir klauen heute wieder Stuff aus dem amerikanischen Bereich. What's up? Wir haben das letztens schon gemacht im 72-Stunden-Stream. Und zwar haben wir uns Bann-Anträge reingezogen von Zuschauern, die gepermabannt sind, die aber gerne unbanned werden wollen. Die können jetzt neuerdings auf Twitch hingehen und solche Anträge schreiben, sowas wie: Hey Kevin, ich bin gebannt, weil bla bla bla. Und dann können wir entscheiden, ob wir ihn entbannen oder nicht. Das ist das, was wir heute machen. Viel Spaß mit dem Video. Let's go, let's go, let's go, let's go. Boom. Alright, dann wollen wir mal anfangen. Oh! Okay, vor 12 Tagen kam Angelmalte. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Okay, er hat einfach nur zwei Sachen in meinen Chat geschrieben und das waren beides YouTube-Videos. Was ist für ein Channel? Er hat ein Aquarium-Channel. Ich habe euch zuerst einen kleinen Zusammenschnitt von der Einpflanzung der Pflanzen vorbereitet. Viel Spaß damit. Okay, Chat, entbannen wir diesen Mann? Ich meine, er hat ein Aquarium. Ja, komm, ist okay, Malte, alright? Wir entbannen dich, Bruder. Okay, was haben wir hier? Eloprax. Alright, er hat geschrieben, ehrenlos, Bann, hä? Forza, Fall Guys. Fall Guys, haha, hi, Hurensohn, biggest Hurensohn, haha. Okay, was hat er geschrieben? Hallo, ich entschuldige mich für meine Beleidigung und wünsche, mir entbannt zu werden. Das ist kein deutscher Satz. Wünsche, mir entbannt. Achso, doch, nevermind, ich bin einfach nur dumm. Ich möchte am Chat wieder teilnehmen und würde mir somit eine zweite Chance wünschen. Oh mein Gott, Bro. Du hast nach dem Wünschen eine Leertaste gemacht und dann erst den Punkt. Und hier ist nach dem Punkt keine Leertaste. Holy shit. Ich weiß nicht, ob wir dich entbannen können, Bro. Okay, Chat, findet ihr, dieser Mann hat eine zweite... Ja, ich denke, das ist ein easy Unban, oder? Ich meine, guck mal, er hat sich entschuldigt. Okay, was haben wir hier? Froher X-Kuchen. Wurde geschwärmt von Sammy. Er wurde gebannt wegen JFKFH und random fucking Bullshit und dann Huso. Und sein Text, warum er entbannt werden sollte, ist: Kevin ist der Lustige im Podcast. Ich meine, er hat recht, aber... Können wir ihn deswegen entbannen? Spiel mit Retzmann. Spiel mit Retzmann. Spiel doch mit Retzmann. Spiel mit Inscope. DTF. Was ist in der einen Stunde passiert, dass ich nicht mehr mit Retzmann spielen soll, sondern auf einmal mit Inscope? Hol mal Cindy die Shaya wieder ins Bild. Bin gerade erst gekommen und will mir auch mal gönnen. Junge, du heißt Papa Latte. Schau unsympathisch. Oh nee, Alter. Er ist ein fucking Normie-Chat. Du Opfer. 187. Wo seid ihr? Ja, Bro. I don't know. Lass es den ablehnen, oder? Weg damit. Okay. Junge, das ist der Überspezialist hier, Chat. Marinus. Wurde gebannt von Brandon. Du Hurensohn. Eine verfickte Nachricht, die er geschrieben hat in diesem Channel. Die eine Nachricht. Junge, er wurde mit der ersten Nachricht, die er in diesem Channel geschrieben hat, gebannt einfach. Du Hurensohn. Sorry, bei mir war ein Freund und er ging an meinem PC, wo auf einen Monitor der Stream von dir an war. War mit H? What the fuck? Und hat einfach bei fast jedem Du Hurensohn geschrieben. Sorry, war nicht mein Fehler. Digga. Klar, Bruder. Danke, Buddy. Viel Spaß mit Trimax. Warte mal, hier sind zwei neue Anfragen. Die sind gerade reingekommen. Lass uns bei denen was reingucken. Ich war betrunken, als ich dich Huan genannt habe. Sascha Hellinger. Sascha. Sascha, du Huan. Lost. Marissa ist am Start. Marissa. Marissa. Ruf Monte an. Lol. Lösch dich, Kevin. Free Cindy. Was? Monte hat dich weggekockt, wie Monte dich weggekockt hat. Oh Mann, Alter. Hat Cindy's Dad einen größeren Schlong als du? Oh, das ist auch ein fucking Normie, holy shit. Chat, was denkt ihr? Ich glaube, er ist einfach nur Normie. Mehr nicht. Ich glaube, wir sollen ihn entbannen. Er wird okay halt. Obwohl, das Ding ist, ich glaube nicht, dass er betrunken war. Es ist halt eher eine Ausrede. Fuck it, ich glaube, wir entbannen ihn. Spast, voll die Schwichtel. Keck, Spast, Spast, Spast. Und sein Unban-Request ist, ich war ein Spast. Ja, I don't know, Dicker. Also das S-Wort in 2020 ist halt echt weird as fuck, dog. Sorry, Mann. Geh sterben, du Kackbuster. Ich weiß nicht mehr, warum ich es geschrieben habe. Habe sonst auch keine Ausrede. Ich mache es, wenn ich nicht unbannen werde, nicht wieder. Schreibe eh nicht viel in den Chat. Bro, wie schafft man es innerhalb von 8 fucking Nachrichten gepammert zu werden, Junge? Dicker. Ja, nee, weg damit. Sorry for Spam, war im Modus, hab euch lieb. Ist das ein Katzen-Emoji in Punkten? Holy shit. Boah, Chat, seid ihr, Jungs. Was hat er sonst noch geschrieben? Okay, er scheint normal einfach ein Geil zu sein im Chat. Ich finde, er hat es verdient, oder? Er scheint ein normaler Geil zu sein. Lass uns halt anmelden. Den hatten wir doch letztes Mal schon, oder? Du HS, HS. Stefan, tschüss, tschüss. Moin Leute, Trimax hier. Sorry, war nicht so gemeint. Er bitte eine Entbannung. Liebe Papa P, mein Fev-Streamer Pepe Love, auseinandergeschrieben. Das Ding ist, okay, guck mal, das ist ein Full-Trimax-Viewer. Aber, Chat, wenn wir diesen Mann entbannen, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Trimax-Viewer transformieren zu einem Papa-Platte-Viewer. Was bedeutet, wir ziehen Trimax einen Viewer ab und gain einen für unsere Community-Chat. Ich finde, wir sollten ihn entbannen. Was denkt ihr? Do it. Ah, wir entbannen ihn. Du guckst noch einmal Trimax. Unsub Trimax. Sub hier. Stefan, ich hoffe, du bist hier. Er hat vor 27. Ja, er hat vor 27 Minuten. Okay. Stell mir einen Timer auf 20 Minuten. Dein Timer ist auf 20 Minuten gestellt. Du weißt, was zu tun ist. Wir checken in 20 Minuten Double. Ist natürlich nur ein Joke, weil vermutlich ist es gegen die TOS. Beende den Timer. Bruder, er hat eine Nachricht in diesem Channel geschrieben. Hurensohn. Sorry, tut mir leid. Ich dachte, es ist lustig. Aber ist es nicht. Sorry, bitte sperr mich. Tut mir leid. Alright, lass ihn unban, Bro. Ist fein. Chris, scheiße, du Hurensohn. Gay. Alright.
Nice. Warum wurde ich gebannt? Ja, frage ich mich auch. Holy shit. Aber den Guy habe ich selber gebannt. Jemand hat eine traurige Donation gemacht und er hat geschrieben, PPGA Card, I'm depressed. Und dann hat er dazu geschrieben, ich entschuldige mich dafür, was ich geschrieben habe. Meint es eigentlich nicht so, war ein schlechter Witz. Ich werde solche Witze und Kommentare in Zukunft vom Chat fernhalten und wollte keinen damit beleidigen. Wäre nett, wenn ich unbanned werden könnte. Danke. Was denkt ihr? Guck mal, er scheint sonst einfach ein normaler Guy zu sein. Er scheint ein normaler Stream-Viewer zu sein, Bro. Er versteht die Modes. Er scheint einfach nur treu zu sein, Bro. Ich glaube, er wollte einfach nur nerven. Wollen wir den Bann share? Was denkt ihr? Wollen wir ein Good Guy sein? Zweite Chance. Unbanned und 2 Wochen Timeout. Ja, Mann. Let's go. Dann kann er den Chat sehen. Okay, das ist auch ein ganz besonderer Fall hier. 4000 Hey Guys. Hock W, das Emotes gibt's nicht. Du Fettsack HS. Und dann als Entbannungsgrund einen Lach-Emoji, Digga. Oh, Hock W gibt's bei Revi. Ja, das würde das Gesamtpaket erklären. Das ist ein Revi-Viewer. Wenn ihr sagt, wir sollen ihn entbannen, dann entbannen wir ihn. Nein? Okay, weg damit. Dark Big Mac. Kappa. Cup. Mach mal Fortnite-Dance. PogChamp in Full Caps. LOL. Ob was? Pogger W? Junge, WTF? Der Typ ist ein Turbo-Normi, Alter. Weg damit, Bro. Okay, was haben wir hier? Deswegen dachte er ja, dass es weniger ist. Bist du dumm, du Sohn einer Hure? Trink halt weiter Radler-Hurenkind. Okay, mach halt noch mehr auf XQC Cringe. Bist du Wendler-Fan oder warum bist du so verblendet? Boah, der Typ wirkt ultra dumm. Weg damit. Schmutz. Bin bei Monte gebannt, kann ich auch hier gebannt werden? Bin am Scheißen, bitte. Alright, weg damit. Ich streame gleich auch, alright, cool. Help me to get 50 followers. No, bin live, Anani-Emoji. Alright, fuck this shit. Kann dir deine Freundin quick einblasen? Kann mich mal bitte entbannen? Ich hatte bis eben gerade nicht mehr gewusst, wegen was ich gebannt war und ich auch vor Jahren gebannt wurde und mich jetzt auch, glaube ich, gut benehmen kann. Okay, wann war das? 2018! Oh, er ist ein normaler Guy. Er hat einmal nur dieses komische Ding hier gepostet. Was denkst du? Das ist ein easy Unbannen, oder, Chat? Er ist immer noch hier, Jungs. Er ist 2 Jahre gebannt und ist immer noch in diesem Stream. Alright, Buddy, it's all good. Wir haben nicht. Ey, Leon auch ein King, Dicker. Er schickt seinen fucking Twitch-Link rein und schreibt als Entbanding kein Plan. Perfekt, Digga. Hab ich gefordert an der Stelle. Das war in alte Zeit. Please mach das nicht mehr. Du neidischer Schwanz. Du dreckiger Fanboy. Kein Tonprank. Das waren alte Zeiten? Bro, es ist 3 Monate her. Dicker, wer bringt in 2020 noch diese Ton ist weg Gags? Immer diese Twitch-Story. Das hat er selber geschrieben, Bro. Ich will ein Kind von dir, Domo. Ach du Scheiße, Chat. Okay, meine Mods dürfen entscheiden. Was denken meine Mods? Sammy denkt nein. Okay, noch ein Mod, der sich äußern möchte? Sammy schreibt nochmal nein. Ki schreibt auch weg. Impact auch nein. Stefan auch weg. Oh, dann weg damit. Hey Mods, ich wurde gebannt, weil ich Papa Platte gefragt habe, ob er es gefeiert hat, dass er von Young Hoon in Among Us besiegt wurde. Ich weiß, dass ich mich nicht korrekt ausgedrückt habe, aber ich denke, es ist klar, dass Kevin nicht von Young Hoon gefickt wurde. Und ich wollte Kevin damit nicht beleidigen. Trotzdem tut es mir leid, wenn ich eine zweite Chance bekomme. Wir? Was? Oh, wenn ich eine zweite Chance bekomme, wird so etwas nicht mehr vorkommen. Ich hoffe, dass Papa Platte bald wieder auch im Chat supporten kann. Danke. Junge, halbe Buch. Wer liest, Alter? Ja, komm, easy unban, I guess. Was hat er sonst noch so gemacht? Okay, er ist ein Backseat Andy bei Schach gewesen. Du bist in 2 Zügen matt, wie ich gecallt habe, dass du in 2 Zügen matt bist. Okay, Bro. Junge, sorry, Alter. Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, du bist wieder entbannt. Okay, ist okay, Buddy. Dummer Bastard. I just say the truth. Junge, WTF. Ja, hier ist dein Unban. Okay, was haben wir hier? What's up, K? Moin. Tut mir leid, hatte dafür ein Hotkey. Hurensohn. Junge, das ist die kreativste Unban-Anfrage ever. Er hatte einen Hotkey dafür. Ah ja, dann ist okay, Bro. Holy shit. Chat, er ist genauso wie du wie ihr. Wir brauchen mehr von solchen Leuten. Ah, hier ist dein Unban, Bro. Du mieser Hurensohn. Bist so geizig, du dumme Schlampe. Niemand mag dich. Junge, sein Unban-Ding ist einfach nur gönnen. Ban, alright. Piss dich, du Hurensohn. Bro, habe die Beleidigung nicht zu Kevin gesagt, sondern zu der Frau in Zelda, weil er die ganze Zeit gelabert hat, aber trotzdem wegen den Worten war nicht in Ordnung und bereue es. Niemals bereut er es. Niemals bereut er es. Zehner, wenn er es bereut. Als ob er so zu Hause sitzt, so Hände über den Kopf. Oh mein Gott, was habe ich getan? Never, Bro. Weißt du was, Bro? Hier ist an, man. Papa Platte gleich Hundesohn. Horrorcamp gleich kein Hundesohn. Alle Horrorcamp gucken. Mein Cousin hat das geschrieben. Ich wirr nicht ohne Spaß. Ah, Bro, Alter, holy shit. Noch nie war ein Permaban so easy. Okay, lass noch eine machen. Hure, Hurensohn und seine Entschuldigung ist Hu. Nein. Freunde, ich hoffe, euch hat das Unban-Format gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, liked das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen und wieder schauen. Das war der Fall.